Sondersendung. Ja, schrecklich, diese Verschwörungstheoretiker. Da sind einige so am völlig überdrehen und das wirkt schon fast völlig durchgedreht und so weiter. Ja, Ken FM, Joe Konrad wird Thema sein, Robert Stein, ja. Es ist schrecklich mit diesen Verschwörungstheoretikern, denn wir müssen da mal wirklich Klartext reden, ja? Also, die Leute erkennen alle richtig, da läuft was schief. Da sind Irrtümer im Spiel, die Gefährlichkeitseinschätzung von Corona ist zu hoch ausgefallen. Richtig, denn wir leben in der marktwirtschaftlichen Medizin. Und in der Marktwirtschaft, wenn Sie mit einem Versicherungsvertreter sprechen, was erwarten Sie in der Marktwirtschaft? Wird er sozusagen die Risiken für Ihr Leben verharmlosen, realistisch darstellen oder wird er sie übertreiben, damit Sie Angst kriegen und damit Sie dann seine Versicherungen kaufen? Was wird er wohl tun? Er muss in der Marktwirtschaft, muss er sie in Panik versetzen, um seine Versicherungen verkaufen zu müssen. Und das Problem ist, dass die Menschheit natürlich noch nicht erkannt hat, dass ein marktwirtschaftliches Gesundheitssystem zwangsläufig sich wie ein Versicherungsvertreter verhalten muss. Panik machen überall, damit die Leute genügend Operationen und Medikamente kaufen. Das ist der Mechanismus jeder marktwirtschaftlichen Medizin. Ja? Also ich mache es nochmal kurz deutlich. Der erste Früharzt lebte noch in der Wahrheit hier und sagte, liebe Leute, toll, dass ihr in Kommunen so glücklich lebt und so ein tolles Liebesleben habt und dass ihr nur naturbelassene Nahrung esst und dass ihr überhaupt nicht auf die moderne Kunstnahrung reinfallt. Das macht euer Immunsystem stark und es ist toll, dass ihr euch so schön bewegt und viel, viel und so weiter. Und lebt nur weiter so, dann braucht ihr mich nicht. Das ist ein guter Früharzt, der in der Wahrheit lebt. Aber irgendwann kommt nach dem Naturgesetz von Mutation unter Selektion unter den Bedingungen der Marktwirtschaft, des Chefideologen der Marktwirtschaft, Dr. Markus Krall, kommt es automatisch zur ersten Mutation, nämlich dass irgendein Früharzt dann sagt, nein, ihr könnt ruhig die moderne Kunstnahrung essen, daran liegt es gar nicht, ihr werdet krank, weil ihr zu wenig Impfungen, Tests, Bestrahlungen, Chemotherapien und Operationen habt, die müsst ihr bei mir kaufen, dann könnt ihr richtig gesund sein. Und so weiter. Der hält die Leute also in der Fehlernährung, in dem krankmachenden Lebensstil fest. Und die Leute werden Dauerkunden und Dauerpatienten. Er verdient richtig viel, kann zwei Kinder ernähren, drei Enkel, zwei Urenkel und so weiter und begründet eine ganze Medizinprofessoren-Großfamilie, während dieser hier wirtschaftlich seine Wanderpraxis irgendwann schließen muss nach drei Generationen wegen mangelnden Umsatzes. Denn mit der Wahrheit lässt sich nicht konkurrieren gegen eine geschäftstüchtige Gefährlichkeitsüberschätzungsgeschichte. Also das heißt, dieser Arzt wird dann auch die Irrtümer aufsammeln, die da heißen, ja, die Mikrobe ist allmächtig, das Terrain ist unwichtig, die Mikroben sind mächtig, die Viren und Bakterien und da müsst ihr nur unsere Maßnahmen, unsere Impfungen und so weiter kaufen. Und dann seid ihr gerettet sozusagen. Und diese Gefährlichkeitsüberschätzung, also man muss den heutigen durchschnittlichen, nicht den Ausnahmearzt, sondern den durchschnittlichen Arzt und Medizinprofessor muss man verstehen wie einen Versicherungsvertreter. Soweit richtig, ja? Aber Verschwörungstheorie beginnt ab dem Moment, wo dann gesagt wird, die sind böse, böse Kräfte, böse Mächte, böser Bill Gates. Die wollen uns alle umbringen, die wollen uns alle auslöschen. Und ja, das ist dann der Wahnsinn. Das ist verrückt. Ja? Denn die naturwissenschaftliche Analyse gibt nur her, ja,
Gewinnbringende Irrtümer breiten sich aus und gewinnbringende Irrtümer führen die Politik und die Journalisten in die Irre. Notwendig, zwangsläufig. Dieser Teil der Analyse, das schaffen auch die Verschwörungstheoretiker noch. Ja, die erkennen irgendwie, da stimmt doch was nicht. Aber das ist auch ganz normal. Medizinprofessoren können nicht mit Zahlen umgehen, mit Statistik. Also ich habe noch nie Leute erlebt, die so schlecht mit Statistik und mit Zahlen und quasi damit auch mit der Grundlage, der Statistiken Grundlage einer seriösen Epidemiologie so schlecht umgehen können wie Medizinprofessoren. Die können das nicht. Die haben das gar nicht gelernt. Die Ausbildung der Medizin im Bereich der Statistik ist unter aller Kanone. Ne? Aber jetzt dieser Schuldvorwurf. Ja? Damit ich Ihre Aufmerksamkeit habe, sage ich Ihnen jetzt mal ganz klar, was da nur noch fehlt. Wenn Sie bei diesem Schuldvorwurf, ja, wenn Sie jetzt sagen, ja, diese bösen Mächte und bösen Kräfte, von denen Joe Conrad spricht in seiner neuesten Sendung, wo er aufgetaucht ist, ja, Sie brauchen jetzt eigentlich nur noch für die bösen Mächte das Wort Juden einzusetzen, dann haben Sie den bösen Juden und dann sind Sie wirklich wieder beim Hitlertum und beim Nationalsozialismus, beim Faschismus. Also diese Verschwörungsgedanken, das ist nah am Wahnsinn, und nah letztendlich am Faschismus, ganz nah am Faschismus. Also Vorsicht damit, ja. Sondern, wie gesagt, die Analyse ist vollkommen richtig, es läuft was schief. Die Gefährlichkeitseinschätzungswerte der durchschnittlichen Medizinprofessoren überschätzen das Virus drastisch in seiner Gefährlichkeit. Aber das ist in marktwirtschaftlichen Gesundheitssystemen zwangsläufig so, ja? Wie ich eben ja gezeigt habe. Und deswegen müsste sich jetzt alle Energie darauf richten, zu sagen, ja, wir müssen mit den nextscientistsforfuture.de, müssen wir über die Marktwirtschaft diskutieren und wie wir da rauskommen. Zum Beispiel über die Wohlfühlstimme, wodurch die gewinnbringenden Irrtümer sofort ihre gewinnbringende Funktion verlieren würden, sondern die Irrtümer würden automatisch sofort dazu führen, dass man weniger Verdienstzuschläge bekommt, weil man ja das Wohlfühlen der Bürger verschlechtert und die Gesundheitsdaten der Kunden verschlechtert mit seiner übertriebenen Operationslust oder Maßnahmenlust und so weiter. Und schon würden sich die Wahrheit in der Medizin durchsetzen. Und wir hätten in ruckzuck eine wahrheitsorientierte Medizin. Aber unter Bedingungen der Marktwirtschaft gibt es nur die irrtumsorientierte Medizin. Es kann nicht anders sein. Also nochmal, also diese Verschwörungstheorien, das ist kein Spiel, das ist richtig gefährlich und das ist auch kriminell. Und deswegen ist auch zu verstehen, dass solche Kanäle, solche Sender im Internet gelöscht werden, solche Internetsender und gesperrt werden. Weil diese Leute gar nicht verstehen, dass es nicht so ohne ist, einfach jemanden, die ganzen Leute zu beleidigen und zu beschuldigen. Ja, es gibt so Straftatbestände wie Verleumdung, irgendwie Unterstellung einer Straftat und wenn Sie die Verschwörungstheoretiker machen genau das, ja. Denn, also wir müssen uns nochmal klar machen. Es gibt tatsächlich Alternativlosigkeiten und die Bundesregierung steckt tatsächlich in einer Alternativlosigkeit. Ab dem Moment, wo der Mainstream der modernen marktwirtschaftlichen Schulmedizin das Virus mit einem übersteigerten Gefährlichkeitswert ausstattet, gestützt durch unsaubere und inkompetente statistische Daten sozusagen und Datenverständnis, also ein inkompetentes Statistikverständnis gestützt sozusagen, in dem Moment, wo es einmal zu dieser Fehleinschätzung kommt, ist der Rest alternativlos. Wenn also sozusagen die Polizei
mit einer Demonstration zu tun hat, dann ist das alternativlos. Da nämlich die Kanzlerin glaubt, hier ist ein Killer-Virus unterwegs, dann sind Demonstranten, die gegenseitig sich eventuell das Virus übergeben können, weil sie zu nahen Kontakt haben und so weiter, die sind quasi für diese Leute Mörder, weil sie ja sozusagen der Ausbreitung eines Killer-Virus Vorschub leisten mit ihren unerlaubten Demonstrationen. Und dadurch ermorden sie indirekt sozusagen andere Menschen, weil das Virus so freie Bahn kriegt und dann zu Leuten kommt, die daran sterben. Das ist, wie Polizisten denken müssen und wie die Kanzlerin denkt, wenn sie einmal die Idee vom Killer-Virus geschluckt hat. Ja? Und natürlich ist es so, dass die Next Scientists for Future.de das neue Robert-Koch-Institut sein müssten und die neue WHO, die World Health Organization, also dass der WHO sein müssten, weil sie völlig finanzunabhängig sind und auch von Bill Gates nie auch nur einen Cent annehmen würden, weil sie dann nämlich sofort nicht mehr unabhängig wären und so weiter. Ja? Also all diese Dinge sozusagen. Also das heißt, das ist gefährlich. Man bewegt sich da auch meine Sorge ist auch, was mit der Bewegung Dr. Bodo Schiffmann geschieht, ob die jetzt auch in die verschwörungstheoretischen Seiten abrutscht. Denn wie gesagt, diese Demonstrationen, ja, es ist doch alternativlos. Ja, wenn ein Killer-Virus wie ein Pesterreger, also das ist ja ein anderer Erreger, aber wenn ein Pesterreger mit einer Kraft, ein Drittel der Bevölkerung zu töten, tatsächlich unterwegs wäre, dann sind die Maßnahmen, auch der Verbot der Demonstration, alternativlos. Weil alles andere wäre dann Tötung anderer Menschen, ja, sozusagen. Und damit wäre dann, und von daher ist das verständlich. Entscheidend ist hier, wir müssen die Marktwirtschaft kritisieren, aber nicht in Verschwörungstheorien abrutschen. Ja? Also wenn Sie jetzt gewisse Nähe zu Verschwörungstheorien hatten, bitte gehen Sie in sich. Ich lese Ihnen das jetzt nochmal vor hier, so was ich gerade die letzten Stunden erleben musste, weswegen diese Sondersendung jetzt ist. Ja? Ja, also noch einmal der Schlusssatz. Die Marktwirtschaft multipliziert gewinnbringende Irrtümer millionenfach und dazu gehört automatisch, dass sich der durchschnittliche Medizinprofessor des Mainstreams wie ein Versicherungsvertreter verhalten muss, der die Gefahren überschätzen muss. Das gehört quasi zur DNS des Berufsstandes. Sozusagen und dadurch kommt es automatisch zur Gefährlichkeitsüberschätzung beim Schweinegrippevirus und dann jetzt auch beim Coronavirus, der diese Daten überhaupt nicht hergibt. Ne? Joe Conrad in seinem neuesten Internetfernsehauftritt, ja, also da ist eben dieser Umschlag in, hören Sie sich das mal an, wer weiß, ob sie Menschen sind oder woher sie kommen. Ja, da wird also quasi angedeutet, das könnten ja außerirdische Reptiloiden sein, diese bösen Kräfte und Mächte. Ja, der spricht da irgendwie so ungefähr von bösen Menschen, bösen Kräften, bösen Mächten und von der Verschwörung. Und natürlich gäbe es diese. Ja, vielleicht gibt es mal so, dass rund um einen Bundeskanzler so eine ganz kleine, ja, so halblegale, nicht so richtig legale, korruptive Geschichte gibt, dass man irgendwas, so Geschäfte macht, auch zu wechselseitigem Vorteil. Aber
Das sind aber alles Leute, die wollen reich werden. Und dass die Superreichen jetzt riskieren würden, ins Gefängnis zu gehen, weil sie also wirklich sich verschwören würden und wirklich böse Planungen machen würden und so weiter gegen die Gesellschaft, das ist einfach Unfug. Wenn sie x-facher Milliardär sind, war 100-facher, 200 oder Billionäre soll es ja angeblich auch geben, die man nicht kennt angeblich, ja. Wenn sie Billionär sind, wieso sollten sie auch nur irgendeine noch so geringe Straftat riskieren, um dann im Gefängnis zu sein, anstatt ihre Billionen zu genießen sozusagen, ja. Das ist unglaublich, ja. Ja, und das andere ist natürlich, auf der anderen Seite würde dann jetzt als Gegenargument von Joe Conrad kommen, der spricht ja ständig da über den sexuellen Missbrauch durch Reiche. Na, es ist ganz klar, natürlich sind wir in der Marktwirtschaft, ja, sind wir alle beraubt worden hier. Ich mache das nochmal als Beispiel, dieser Früharzt könnte nämlich auch sagen, ja, und es ist ganz toll, dass ihr alle so viel Sex miteinander habt und sexuell so befriedigt seid und so weiter und dass ihr dadurch so entspannt seid und so locker seid und so weiter. Schön ist das mit anzusehen. Und dieser Früharzt könnte nämlich auch sagen, nein, das ist ja ganz eklig, widerwärtig, euer ganz ständiges Sex, das ist außerdem infektiös, ihr könnt euch damit krank machen und so weiter. Also der droht den Leuten damit und das ist auch irgendwie total, denken Sie nur an den Satz früher, Masturbation führt zu Gehirnschwund. Ja, solche Drohungen, ja, die kamen ja auch von Ärzten meines Wissens, ja. Und ja, Sexualität ist schmutzig, unkeusch, unmoralisch und macht krank und so weiter. Ja, und dann unterdrücken die Leute natürlich ihre Sexualität, weil Menschen nun mal so sind, dass sie auf Gruppenführer sozusagen hören. Und in der Natur ist das auch völlig unproblematisch. Nur unter Bedingungen der Marktwirtschaft, des Dr. Markus Krall, ist das lebensgefährlich, auf Gruppenführer zu hören, ja, also auf Kommunenführer zu hören. Und ja, und dann passiert eben eigentlich Folgendes, dass alle einen Mangel an sexueller Befriedigung haben. Und dann kommt es natürlich auch bei Milliardärskönigen dazu, dass sie vielleicht wirklich tatsächlich Straftaten begehen, wenn es darum geht, sexuell reizvolle Objekte sozusagen sich da irgendwie zu beschaffen und so weiter. Aber das ist was ganz anderes, als jetzt eine böse Verschwörung machen, um ganze Menschengruppen auszurotten. Also dieses Motiv, sexuelle Objekte zu finden, ist verständlich aus der Logik, weil die Marktwirtschaft die Sexualität notwendig für alle Beteiligten, also auch für die geliebten Milliardärskönige, notwendig unterdrücken muss. Also, liebe Milliardärskönige, ist doch klar, dass es dann da Einzelne gibt, die notwendig auch zu Straftaten neigen, um dann an sexuelle Objekte zu kommen, ja, weil Unterdrückung findet ihren Weg. Deswegen ist ja auch in der katholischen Kirche der Missbrauch so stark, weil alles Natürliche, das unterdrückt wird, versucht sich natürlich seinen Weg zu bahnen tendenziell, ne? Und dann, aber es ist doch ein Riesenunterschied, ob ich sozusagen eine sexuelle Unbefriedigtheit Richtung Straftaten auslebe oder ob ich die gesamte Menschheit ausrotten sollte. Es gibt ja kein unterdrücktes Bedürfnis, Menschen zu töten. Das gibt es ja nicht. Ja? Es gibt ein ganz großes Bedürfnis, genetisches Bedürfnis, sexuelle, reizvolle Objekte zu haben. Aber es gibt kein genetisches Bedürfnis sozusagen, Menschen töten zu müssen, oder es gibt kein genetisches Bedürfnis jetzt, die unbedingt jetzt zu einer Billion noch ein paar Billionen dazu zu führen. Das gibt es nicht. Es gibt zwar eine gewisse Süchtigkeit diesbezüglich, aber die ist nicht zu vergleichen mit einem Naturtrieb nach Befriedigung der sexuellen Bedürfnisse. Also das sind ganz andere Ligen sozusagen, ja. Und von daher ist es also absurd zu unterstellen,
die generell wollten uns die Superreichen, die bösen Kräfte und bösen Mächte Böses. Und das seien auch noch, ja, ich wiederhole nochmal den Satz von Joe Conrad, ne? Wer weiß, ob sie Menschen sind oder wo sie herkommen, ja? Also vielleicht Reptiloide aus dem All oder sonst wie, ja? Und da machen Sie sich nochmal klar, was das bedeutet. Wie hat man immer den Kriegsgegner, wie hat man den zum Abschuss freigegeben, wie hat man den? Man hat immer gesagt, sind keine Menschen. Ja? Man hat immer gesagt, das sind ja gar keine Menschen und deswegen ist es in Ordnung, dass wir die jetzt im Krieg abschlachten. Ja? Also genau dieser selbe Feindbildmechanismus steckt in der Verschwörungstheorie. Das ist nichts Harmloses. Ja? Um das mal ganz deutlich nochmal zu sagen, das ist nichts Harmloses. Ja? Und dann dann fällt sogar sowas von Joe Conrad, ja, und dann machen die dann so, er spricht so rund um Trump, vielleicht ist es da so, dass die so dagegen die dunklen Kräfte kämpfen und die machen dann vielleicht sogar alle dunklen Kräfte platt. Ja, merken Sie, wie dicht das daran liegt, dann plötzlich, ja, wollen sie denn die Leute ermorden, ja, ich komme gleich nochmal dazu. Und Ken FM ist vollends auch in die Verschwörungstheorie abgerutscht. Also da richtig richtig dramatische, wo man denkt, das ist schon fast psychiatrisch, so wie er wieder da ruft und so in einem Talk mit, ich glaube, das war ein Talk mit einer Nuoviso, glaube ich, Journalistin, die auch so, glaube ich, ein bisschen entsetzt und geschockt war, wie dramatisch da KenFM war und eben dieses die Bösen, ja, und dann die Aufforderung zum Bruch der Vorschriften und dann beleidigt er die Leute mit Scheiß so und so, ja, also da, das heißt, da bewegt er sich direkt im strafrechtlichen Bereich und das ist klar, da kann es natürlich zu Löschungen und Sperrungen kommen, ja, weil das ist wirklich, und dann auch die Aufforderung zum Bruch der Vorschriften durch und bei Demonstrationen, das geht alles zu weit. Das ist kranke Verschwörungstheorie. Ja? Das ist einfach, nein, diese ganze Energie richten auf die Nachdenklichkeit über die Marktwirtschaft. Wir alle, ja, also, und Robert Stein, ja, Robert Stein, auch wieder verschwörungstheoretisch, also da fehlt nur noch die bösen Mächte als Juden zu bezeichnen. Das fehlt eigentlich nur noch. Ja, und jetzt mache ich das nochmal hier weiter, da ist nämlich noch was, da habe ich was vergessen, da steht doch noch was. Da haben wir noch Texte hier unten, ja, da muss ich vergrößern, 1, 2, 3. Ich lese das nochmal vor, was ich dann auch geschrieben habe zu dieser Sendung mit Jo Conrad. Ne? Mit Besorgnis sehe ich, wie Sie mit zum Beispiel Jo Conrad Millimeter für Millimeter in das Verschwörungstheoretische reingezogen werden. Ja, es gibt die gewinnbringenden Irrtümer bei der Corona-Gefährlichkeitsüberschätzung. Aber die Leute glauben ihre Irrtümer wirklich. Da gibt es keine Bösen, keine Kräfte, keine Mächte, die Pläne gegen die Menschheit geschmieden. Also wie gesagt, das mit dem sexuellen Missbrauch, das ist die einzige Ausnahme, aber da steht ein Naturtrieb dahinter, der unterdrückt ist, ja? Und weswegen das auch in der katholischen Kirche passiert, ja? Und so weiter. Und die Leute wollen nicht sehen, dass die Marktwirtschaft konstant gewinnbringende Irrtümer multipliziert und anstatt die Marktwirtschaft zu diskutieren, wird von den bösen Verschwörern schwadroniert. Ja? Na, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ja.
So, weiter geht's. Wenn dann noch illegale Ausübung der Heilkunde von Talkgästen durch geschäftsinteressierte Empfehlungen, Chlordioxid, man kann über Chlordioxid oder MMS streiten, wie weit das tatsächlich gute Wirkungen haben kann. Aber wenn man das in einem geschäftlichen Kontext geschieht, dann ist es klar, dass solche Sendungen gesperrt werden können. Ja? Denn es ist nun mal verboten, sozusagen, das Geschäft der Heilausübung ohne Erlaubnis zu betreiben und das auch noch in Sendungen. Und dann kann es natürlich passieren, dass man dann gesperrt wird. Ne? Also noch einmal, wenn dann noch die illegale Ausübung der Heilkunde von Talkgästen durch geschäftsinteressierte Empfehlungen, Chlordioxid, in Sendungen dazukommt, kommt das automatisch zu Sperrungen. Ja, und das ist natürlich ganz richtig, man hat den Trump lächerlich gemacht, weil er von diesem Desinfektionsmittel Chlordioxid gesprochen hat oder von anderen ähnlichen Dingen. In Wirklichkeit gibt es da wirklich eine Diskussion darüber, wie weit solche Dinge manchmal nützlich sein können. Also da wurde er nur natürlich lächerlich gemacht, weil man das ja nicht hören will, ja. Weil man das nicht hören will, weil man halt was anderes glaubt und nicht, weil man es böse meint mit der Menschheit. Ne? Das Gesundheitswesen glaubt nun mal seine eigenen schulmedizinischen gewinnbringenden Irrtümer und hat nun mal Gesetze erwirkt, die Konkurrenz runterknüppeln. Aber eben auch wieder nur, weil sie von ihren Irrtümern überzeugt sind und sie wirklich für glauben, also für Wahrheit halten. Nur deswegen sagen sie, wir müssen die Bevölkerung vor den sogenannten Scharlatanen schützen. Ja? Und wer da einfach diese Gesetze einfach mal so eben übertritt, der kann natürlich gesperrt werden und so weiter. Letztlich betreibt ein Verschwörungstheoretiker wie Konrad die Verleumdung als Straftat, den Rufmord gegenüber anderen Menschen wie Gates, den Bösen, den Reichen, den Kräften, den Mächten. Ja? Also, das heißt, er ist ganz dicht daran, ja ganz konkrete Personen eigentlich, denen sozusagen eine zu behaupten, dass diese Straftaten begehen würden. Und das nennt man eben ja auch unter anderem Verleumdung, Rufmord oder was auch immer. Also das sind keine Kleinigkeiten, das sind richtige Straftaten. Stellen Sie sich mal vor, Sie selber würden jetzt von Joe Conrad so beschrieben werden als eine dunkle, böse Macht, die es böse mit der Menschheit meint. Und Sie würden dann sagen, nee, ich mache doch nur, was ich für richtig halte und was ich für gut für die Menschheit halte. Ja, und so weiter. Ich kann doch nichts für meine Irrtümer. Ja, und dann würde der aber sagen, nein, Sie sind ein Böser, Böser, der also Böses vorhat und so weiter. Ja, und und da sind die Sperrungen eben gerechtfertigt. Ja? Das sind illegale Handlungen von Diffamierung bis Verleumdung. Und wie ich habe es ja gerade eben gezeigt bei KenFM, das geht Richtung auch in die Beleidigung rein. Ne? Und deswegen, also das heißt, der Grat zwischen einer naturwissenschaftlichen Analyse, die sozusagen die Evolution der gewinnbringenden Irrtümer in der Marktwirtschaft aufzeigt. Wenn man dann eben nicht die Marktwirtschaft kritisieren will, weil man an der hängt und weil man da irgendwie nicht ran will, ja, dann ist es ja ganz schnell, dass man sagt, ja, also diese gewinnbringenden Irrtümer, das, was uns da schadet, das kommt aus bösen Gemütern. Das muss ja aus bösen Gemütern kommen, denn wenn ich die Marktwirtschaft ja nicht verstehen will, kann ich es ja nicht anders erklären. Und deswegen ist die Verschwörungstheorie tatsächlich naheliegend. Aber sie ist eben falsch und sie ist auch richtig gefährlich, wie ich jetzt hier gerade aufgezeigt habe. Ja, jetzt gehe ich nochmal hier weiter. Die nextscientistsforfuture.de sagen, alle meinen es gut, Punkt. Alle meinen es gut. Sogar bei Verbrechern findet man, dass die sich selbst als in einem Irrtum befinden und meinen wirklich, dass sie im Prinzip gute Menschen seien. Ja, dazu neigt die Menschheit. Ja?
Alle meinen es gut. Es gibt keine Bösen. Ja, und auch die, die Straftaten begehen, haben irgendeine Rechtfertigung dafür und erleben sich als gute Menschen. Ja? Selbsttäuschung ist das Wesen des Menschen, ja, in der Marktwirtschaft. Ja? Alle meinen es gut, es gibt keine Bösen, sondern aus den gewinnbringenden Irrtümern der Marktwirtschaft folgt automatisch falsches Handeln. Und mehr steckt nicht dahinter, aber eben auch nicht weniger. Was folgt, wenn man das Bild von den Bösen malt? Will man sie dann irgendwann töten? Wo soll das jemals enden? Will man sie dann irgendwann wieder als Juden bezeichnen und sie dann alle töten? Wo soll das jemals enden mit den Verschwörungstheorien? Ja? Das kann doch, ist es nicht viel einfacher, die Marktwirtschaft zu reformieren in einer sachlichen Auseinandersetzung? Ja? Dann hören doch die gewinnbringenden Irrtümer ganz schnell auf und man hat doch dann gar keinen Anlass mehr, sich über irgendwas zu beschweren. Bleiben Sie bitte in der Realität und enden Sie nicht mit, das ist ja meine schlimmste Befürchtung mit der Partei Widerstand 2020, dass die abgleitet in die Verschwörungstheorien mit Schiffmann. Also enden Sie nicht mit Schiffmann am Ende in der Verleumdung und in Rufmordkampagnen gegenüber Bill Gates und anderen. Die irren sich nur, weil die in der Marktwirtschaft mit Irrtümern gefüttert wurden. Und dafür tragen wir alle die Verantwortung. Wir alle machten mit bei der Marktwirtschaft. Bis zu meinem 20. Lebensjahr mindestens habe ich doch die Marktwirtschaft selber genauso unterstützt wie jeder andere. Erst danach wurde ich wissenschaftlich so gut, dass ich dann die Fragezeichen an die Marktwirtschaft heftete und so weiter. Aber ich glaube, ich habe noch einige Jahre später sogar noch teilweise mitgemacht bei der Marktwirtschaft, bis ich das Ganze durchschaut habe. Wir alle haben mitgemacht und deswegen sind wir alle schuld daran und nicht irgendwelche bösen Verschwörer. Wir projizieren also quasi alle nur unsere eigene Schuld an der Marktwirtschaft in die angeblichen bösen Mächte, in die Außerirdischen, in die Reptiloiden, in die Bösen und beleidigen und verleumden alle möglichen Milliardäre und so weiter. Das muss aufhören, das ist Wahnsinn. Ja, bei KenFM habe ich mir richtig Sorgen gemacht, dass der sich bald in der Psychiatrie wiederfindet. Ja, also das ist einfach, das ist ganz dicht am Wahnsinn. Ne? Die Welt ist anders. Ja? So, das war das hier. Und jetzt machen wir zum Schluss noch ein bisschen. Als Schlussteil der Sondersendung machen wir noch ein bisschen normale. Na, was ist denn hier los? Warten Sie mal eine Sekunde. Was ist denn hier los? So, jetzt haben wir wieder ein sauberes Bild. Ein bisschen normale wissenschaftliche Tagesschau heute. Söder aus Bayern, der bayerische Ministerpräsident Söder, soll also hier gesagt haben in einer Talkshow, dass er endlich vom Robert-Koch-Institut verlässliche Zahlen fordere. Aber die kriegt er nur von den Next Scientists for Future.de, weil die nur den richtigen Abstand haben und dann auch das richtige statistische Verständnis und die können ihm die Zahlen am Beispiel Schweden zum Beispiel vorrechnen und so weiter, wie ich es ja hier schon ganz oft getan habe, damit man eine Gefährlichkeitsabschätzung des Virus, eine echte Gefährlichkeitsabschätzung des Virus machen kann. Nordrhein-Westfalen will wohl jetzt auch alleingangsmäßig im schlimmsten Falle die Kitas aufmachen. Also man merkt da, irgendwo sind die Zweifel an der statistischen Kunst der Mainstream-Mediziner und an ihrer Gefährlichkeitseinschätzung des Virus schon immer mehr ausgebreitet. Ja, also dann darf ich Ihnen noch versprechen, dass wahrscheinlich findet heute also ein Talk statt, also das Format,
Das andere, wir werden heute dann wieder mal das Format haben hier. Die wissenschaftliche Tagesschau heute, Talks am Telefon. Um 11 Uhr ist jedenfalls geplant ein Talk mit einem Begründer eines alternativen Wirtschaftssystems. Und für Donnerstag ist der nächste Talk geplant. Ja, hören Sie mal rein, wenn nachher die Sendung Talks am Telefon erscheint, später. Ja, tschüssi, ich hoffe, Sie können das nachvollziehen. Und wie gesagt, wir müssen uns distanzieren von all diesen Verschwörungstheoretikern. Ja, das ist der falsche Weg. Das ist nicht Naturwissenschaft, das ist Aberglaube. Ja, tschüss.